Hallo und herzlich willkommen beim Paleville Review Kanal. Ich bin der Philipp und ich erkläre euch heute die Uniformierung der deutschen Soldaten nach der Neuuniformierung 1915. Wenn ihr wissen wollt, wie die alte Uniform aussah, findet ihr hier einen Link zu dem Video. Also die Uniformierung der Deutschen war am Anfang sehr auffällig mit Knöpfen, mit Schmuckelementen etc. Und die Feldbluse im 15 ist halt eben eine Einführung, die wurde schon relativ früh verlangt zu einer Vereinheitlichung, da auch aufgrund der hohen Verlustzahlen halt eben viele Blusen nachgefertigt werden mussten und das sehr aufwendig war für die ganzen unterschiedlichen Armeen des Deutschen Bundes oder des Deutschen Kaiserreichs in dem Moment herzustellen, hat man halt gesagt, okay, wir werfen das ganze Konzept mit den Aufschlägen auf den Ärmeln und mit den unterschiedlichen Schulterklappen, das werfen wir über den Haufen und vereinheitlichen das einfach komplett für alle Truppenteile und für alle Offiziere, also für alle unteren Offiziere. Und da war das dann so, man hat sich auf einen umgeschlagenen Aufschlag entschieden, verdeckte Knopfleiste, weil die ganzen Schmuck- und Zierknöpfe einfach nicht mehr zeitgemäß waren zu der Zeit. Dementsprechend, sie war auch weiter geschnitten, sie war deutlich bequemer zu tragen. Man konnte ältere Jahrgänge damit einkleiden, das spricht, man konnte auch Landwehrregimenter mit dieser Bluse einkleiden und sie war dementsprechend auch leichter zu fertigen. Die M15-Bluse war halt das gängigste Kleidungsstück. Es ist ja nicht direkt von der M13-Bluse auf die M15-Bluse übergegangen, sondern es gab mehrere Abstufungen. Am Anfang wurden die Ärmelaufschläge weggelassen, das wurde vereinfacht, der Schnitt wurde vereinfacht, es wurde alles immer ein bisschen einfacher. Und damit das zum Schluss wieder ein einheitliches Bild ergibt, hat man diese sogenannte Einheitsbluse M15 eingeführt, die dann wirklich für alle gleich war. Ne, jedes Land hatte dann noch ein bisschen so seine eigenen Sonderwünsche. Die Bayern haben zum Beispiel auch bei der M15-Bluse diesen grünen Kragen nicht übernommen. Die haben dann einen komplett feldgrauen Kragen und da haben alle Infanterieeinheiten die Bayern-Tresse rund um den Hals. Ein Unterschied, den man auch noch sagen muss, es gab im Rahmen der Neuuniformierung auch noch neue Schulterklappen. In meinem Fall sind auf meiner Bluse die Schulterklappen der 34. Maschinengewehr-Scharfschützenabteilung zu sehen. Die weiße Farbe der Vorstöße auf den Schulterklappen steht in dem Fall für die Infanterie. MG-Scharfschützen. Also die MG-Scharfschützen waren eine Einheit, die gebildet wurde, um bestimmte Bereiche der Front komplett abzuriegeln. Sie wurden unter anderem aber auch ausgebildet, um mit Waffen, also mit Maschinenwaffen, mit automatischen Waffen der anderen Kriegsteilnehmer umzugehen. Die konnten dementsprechend halt auch mit Beutewaffen kämpfen und waren dann denen auch ausgebildet. Auf der linken Seite trugen die MG-Scharfschützen ein Abzeichen aus Gelbmetall, das nur für die Dauer des Krieges gestiftet wurde. Dieses Abzeichen war auch nur für Mannschaften und Unteroffiziere zugelassen. Offiziere höheren Rang waren verpflichtet, dieses dann zu beantragen. Dieses Abzeichen wurde trotz der Genehmigung, die ausschließlich die Dauer des Krieges genehmigte, von der Reichswehr weiter benutzt und dann mit schwarzem Tuch hinterlegt. Meine Darstellung, mein Rang ist halt ein Unteroffizier und bei der Bluse M15 erkennt man die an den Tressen, an den Unteroffizierstressen. Die unterscheiden sich halt eben auch von den Tressen der Feldwebel, der Sergeanten und auch der Leutnante. Und zusätzlich erkennt man den Unteroffizier auch am Unteroffizierstrottel, die im Gegensatz zu den Trotteln der Mannschaften nicht die Kompaniezugehörigkeit anzeigt, sondern immer in den Landesfarben gehalten ist, dass in meinem Fall die preußischen Farben schwarz und weiß sind. An meiner rechten Seite am Koppel befindet sich der Köcher für das Dienstklass 08. Das war halt klein und kompakt und wurde von vielen Offizieren gerne genutzt, da es halt dementsprechend leicht zu transportieren war und nicht viel wog. Im Normalfall war das Lederzeug ab 1915 immer zu schwärzen, das von den Soldaten dann aber mehr oder minder energisch umgesetzt wurde. Das Koppelschloss war dann später aus Eisen gefertigt und wurde dann von den Soldaten feldgrau lackiert, aber halt nicht immer. Gott mit uns ist halt der Leitspruch für die preußische Armee. Bei den Armeen der anderen Länder im Deutschen Bund standen dementsprechend andere Sprüche drauf. Meine persönliche Bewaffnung als Unteroffizier bzw. als Mitglied einer MG-Einheit ist die Pistole 08, die sich in dem dafür befindlichen Holster auf meiner linken Seite befindet. Maschinengewehrtruppen waren zusätzlich zu dem Seitengewehr mit einem Maschinengewehrspaten
ausgestattet, der im Gegensatz zu dem Spaten der Infanterie einen deutlich kürzeren Stiel und ein schmaleres Blatt aufweist, damit Soldaten der Truppen auch im Liegen graben konnten. Der schwarze Riemen, den ich hier trage, zeichnet sich speziell nicht nur für Maschinengewehr-Scharfschützen aus, sondern auch für alle Maschinengewehrtruppen. Dieser Riemen ist ein sogenannter Schleppriemen und war auch aufgrund der Neuuniformierung für die Maschinengewehrbesatzungen immer ein Alleinstellungsmerkmal. Dieser Riemen diente im Endeffekt dazu, um die Maschinengewehr-Lafette, die Schlitten-Lafette 08, auch im aufgebauten Zustand zu verrücken, zu bewegen oder zu ziehen. Auf der Rückseite trage ich, wie jeder Infanterist zu der Zeit, einen Gasschutz, also eine Gasmaske in der zugehörigen Blechdose, den Brotbeutel, nun in der schilfgrünen Färbung, und dazu eine Trinkflasche. Am Anfang der feldgrauen Uniformierung, also als vom bunten Rock auf die feldgraue Uniformierung umgewechselt wurde, hatte die Tuchhose genau dieselbe Farbe wie der Waffenrock. Feldgrau. Da es aber damals kein Rahl gab und die Färbung nicht aufrecht erhalten werden konnte, wurde relativ schnell das steingraue Tuch für die Hose eingeführt, die sich dann nun deutlich von dem Waffenrock der aller Einheiten unterschied. Die Hose aus steingrauem Tuch verfügte immer über eine rote Raspelierung unabhängig der Waffengattung. Das ist der Marschstiefel 1866. Der wurde so ausgegeben am zu Kriegsbeginn in logarer Färbung, also gar nicht gefärbt, also einfach in logarem Leder. Und der wurde dann halt eben 1915 ebenso wie sämtliches Lederzeug geschwärzt. Dieser Stiefel wurde dann später durch den Schnürschuh abgelöst, der dann mit Wickelgamaschen getragen wurde, einfach nur, weil diese Schuhe ergonomisch sehr unbequem sind und auch im Schlamm dann oft stecken blieben. Warum ist die Wehrmacht dann wieder oder die Reichswehr wieder zu Stiefeln zurückgegangen, obwohl Schnürschuhe sich im Ersten Weltkrieg schon durchgesetzt hat? Das Ding ist halt, dass diese Wickelgamaschen von der obersten Heeresleitung niemals erlaubt wurden. Diese Wickelgamaschen sind so ein bisschen, Gamaschen waren nur für Offiziere. Das waren dann aber in der Regel Ledergamaschen oder halt eben Stoffgamaschen zum Schnallen. Und diese Gamaschen, die die Soldaten sich am Anfang behilfsmäßig selber hergestellt haben, wurden dann meistens vom Mantel unten abgeschnitten und den Stiefel im Endeffekt an der Hose festzubinden. Also festzubinden ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Das sorgt halt auch dafür, dass kein Dreck reinrutscht. Das war ja auch immer ein Riesenproblem, weil man kann ja nicht immer den Stiefel ausziehen. Und die Wickelgamaschen, die wurden von den Soldaten immer privat beschafft. Da gab es dann verschiedene Hersteller in Deutschland, die diese Gamaschen dann aus einem gewissen Elastan hergestellt haben, die dann von ihren Familienangehörigen zugeschickt bekommen haben. Aber im Großen und Ganzen war das von der obersten Heeresleitung, wie gesagt, nicht bewilligt worden, weil man Angst hatte, dass durch das Zusammenziehen des Stoffs nach dem Trocknen, also bei Nässe, wenn die nass wurden, klar, quält auf, und beim Trocknen ziehen die sich wieder zusammen, hatten die Angst, dass es zu einem Blutstau führt und dadurch halt eben Soldaten kampfunfähig macht. Dieser Trend mit den Wickelgamaschen war auch nicht mehr aufzuhalten. Na, schon allein ein gewisses Fairness-Denken der Soldaten, die gesagt haben, wenn die Offiziere Gamaschen tragen dürfen, dann dürfen wir das auch. Und dann hat man das halt einfach gemacht. Es gibt so viele Regeln für die ganze Uniformierung. Ich trage die jetzt sehr regelkonform. Na, also das ist wirklich Parade, was ich hier anhabe. Das ist nicht zweckdienlich. Man hat so viel weggelassen, auch dieses Koppel, so wie ich das gestern im Film getragen habe. Ich habe den Köcher weggelassen, ich hatte den Spaten weggelassen, ich habe das Koppel getragen, ich habe meinen Pistolenholster getragen und ich hatte mein Seitengewehr dabei. Und natürlich meine Gasmaske. Das sind so die wichtigen Sachen. Den Brotbeutel, gerade als stationäre Truppen und alle so eine Sachen, die hat man halt in der Stellung untergebracht. Es gab keinen Grund, das mit sich zu führen. Man war stationär. Na, und in den seltenen Fällen, in denen man sich bewegt hat, das war da zur Ablöse oder aus anderen Gründen, jedenfalls in einer schweren Maschinengewehrstellung, dann hat man die Sachen halt einfach wieder mitgenommen. Aber das ist ganz gängig. Jeder Soldat, was er nicht braucht, trägt er nicht mit sich. In dem Film haben wir uns ja sehr viel Mühe gegeben, das wirklich so rüberzubringen, wie es damals war, mit dem Nötigsten, was man mit sich trägt. Das war bei einigen Truppen halt eben aus Prestigegründen der Schleppriemen. Den hat man natürlich getragen, weil das für die... Die haben sich ausgezeichnet. Das war was Besonderes, genauso wie das Maschinengewehr-Scharfschützenabzeichen. Und sonst hat man wirklich krass minimiert.
Der Stahlhelm M16 wurde entsprechend seiner Beschreibung halt 1916 eingeführt. Nach diversen Feldtests. Diese Helme wurden zum Beispiel auch testmäßig wirklich dem Sturmbataillon 5 Rohr zugeteilt, die das Teil dann halt im aktiven Dienst getestet haben und da sehr zufrieden mit waren. Und dann hat man den angefangen, massiv zu produzieren in einem Kaltziehverfahren. Das ist halt eben im Gegensatz zum Adrian-Helm der Vorteil, er ist aus einem Stück kalt gezogen. Dieser Helm hatte dann dementsprechend oben 2 Belüftungsbolzen. Also das sind wirklich, die waren ursprünglich zur Belüftung gedacht und dann später, beziehungsweise oder im selben Zug auch für einen Stirnschild, den man einführen wollte. Der hat sich nie so richtig durchgesetzt. Es wird in vielen Filmen krass romantisiert, dass Scharfschützen diesen Schild getragen haben, was natürlich Blödsinn ist, weil als Scharfschütze möchtest du nicht aufgeklärt werden oder kämpfst aus dem Verborgenen heraus. Da brauchst du kein Stirnschild. Diese Stirnschilder waren bei der Truppe auch sehr unbeliebt, da sie den Helm sehr kopflastig machen. Also kopflastig im Sinne von, er kippt einfach nach vorn weg. Und das ist kontraproduktiv. Und diese Helme gab es in 3 Größen. Es gab die Größe 62, die Größe 64 und die Größe 66, die sich schlussendlich wirklich nur im Kopfumfang unterschieden und in der Form der Hörner. Da ja dieser besagte Stirnschild eingeführt werden sollte, mussten die Hörner immer denselben Abstand haben. Das heißt, lediglich die Glocke 1660, die für den Stirnschild als Muster hergab, hat normale Bolzen und die Größen 64 und 62 haben dementsprechend immer noch eine Unterlegscheibe. Daran kann man auch Originalhelme heutzutage sehr gut erkennen, ohne dass man einen Abnahmestempel suchen muss im Helm. Der Helm wurde am Kopf gehalten durch den Kinnriemen, der am Knopf 92 befestigt wurde, wie er auch noch an der Pickelhaube dran war. Das bedeutet, man konnte denselben Riemen von der Pickelhaube oder vom Helm mit Spitze oder Lederhelm, wie er offiziell heißt, weiterverwenden, um diesen Helm zu tragen. Dieser Helm war ganz am Anfang auch noch nicht vorrätig. Dieser Helm war ein reines Frontobjekt. Das heißt, dass die Ablöse, die die Soldaten in der vordersten Front abgelöst haben, dann von den Soldaten, die abgelöst wurden, diesen Helm empfangen haben. Und der wurde dann erst viel, viel später zum persönlichen Ausrüstungsstück. Wenn ihr mehr über Maschinengewehr-Scharfschützen oder im Allgemeinen über Maschinengewehrtruppen erfahren wollt, dann lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.